Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Ich habe heute wieder einen Helden neben mir sitzen und ihr hört schon ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen lediert, aber es macht gar nichts, das hält uns nicht ab. Wie gesagt, ich habe einen Helden neben mir sitzen, auch wieder ein Held meiner Jugend, weil er war Handballspieler, schwedischer Nationalspieler, hat als Spieler alles gewonnen, eigentlich was es zu gewinnen gab, war schwedischer Meister, Weltmeister, Europameister, dreimal. Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Die Liste ist endlos lang. Als Trainer hat er dann eine Karriere gestartet, die seinesgleichen sucht. Er hat die Champions League gewonnen 2014 mit Flensburg. Ist gewählt worden zum IHF Trainer des Jahres. Unglaublich. Er gibt kaum Interviews und umso aufgeregter bin ich heute, dass er neben mir sitzt. Herzlich willkommen im Heldenzeit-Podcast, Lubomir Franjes. Danke. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielleicht möchtest du unsere Community, die mit Handball jetzt noch nicht so viel am Hut hat, noch mal kurz erklären, woher kommst du, bist du in Schweden geboren und wie kamst du zum Handball? Ja, erstmal in Schweden geboren, 73, also 45 Jahre alt. Mit 5 Jahren habe ich angefangen in Handball zu spielen und ja, nur wegen der Kälte in Schweden eigentlich. Ich habe Fußball gespielt und dann war es zu kalt. Und dann hat der Fußballtrainer gesagt, wir gehen rein in die Halle. Und dann haben wir Sport gewechselt, die ganze Fußballmannschaft hat ja dann Handball plötzlich gespielt und so fing das an. Ja, dann habe ich Fußball bis 17 und bis Handball bis 17 gespielt. Und ich, ja, zum Glück, dann kann man sagen, für Handball entschieden. Mhm. So ist das. Und wann bist du nach Deutschland gekommen in die Bundesliga? 2001 war meine erste Station in Nordhorn, HSG Nordhorn. Da habe ich 5 Jahre gespielt. Das war meine erste Station und dann nach auch 11 Jahren in SG Flensburg. Ich gehe ganz kurz auf ein Thema ein, das uns beide wahrscheinlich total nervt. Weil am Anfang so unsere Handballkarriere war bestimmt auch unsere Größe immer ein Thema. Ja, ein bisschen. Also für die, die es nicht wissen, Lubomir Franjes ist auch nicht der Größte von der Körpergröße, aber mental ein ganz großer. Wie hast du es geschafft, auf deiner Position im Rückraum Mitte so gut zu werden und hat dich das eher gehindert oder war es was, was dich total motiviert hat, eben dennoch, trotz deiner Größe, es zu schaffen oder es schaffen zu wollen? Also da muss ich ganz weit zurückgehen, weil dann war ich ganz jung, wenn ich das erstmal, das war ja Jugend-Nationalmannschafts-Lehrgang. Und das war das erste Mal, wo ich das von einem Trainer ganz klar Bescheid bekommen habe, dass ich nicht gut genug war. Nein, ich war gut genug, um in die Jugend-Nationalmannschaft reinzukommen, in der Auswahl. Aber für die Zukunft war das nicht genug, weil ich zu klein war. Und das war direkt so. Ich war ja, ich glaube, ich war 15 Jahre alt. Und ja, das hat ja, also ich, wie soll man sagen, ich habe ja auch gut Handball dann gespielt, als Rückkehrmitte. So, ich habe das nicht wirklich verstanden, weil ich war gut genug. Aber klein. Und deswegen war ich nicht gut genug. Und das von einem Trainer zu hören, mit 15, war ja vielleicht nicht optimal. Aber ich habe zum Glück eine andere Meinung gehabt. Und ich habe gar nichts gesagt. Was sollst du sagen? Du bist ja klein, du bist ja enttäuscht. Und hat wehgetan, die Worte zu hören. Aber ich habe mich einfach entschieden, irgendwann zu beweisen. Und das muss ich noch heute machen. Egal was ich tue, da muss man sich immer für andere Leute beweisen. Und ich
das war, ich habe Kraft bekommen von diesen Worten. Und ja, wie ich das geschafft habe. Ich meine, ich habe angefangen natürlich Wege zu suchen, die keine andere gab vor mir. Also alle waren ja so viel größer. Ich kann mich erinnern, wenn ich habe ja Bilder von, wenn ich klein war und habe Handball gespielt. Ich war sehr lange, also wirklich klein. So, das war in eineinhalb Jahren habe ich dann ganz viel gewachsen, aber ich war ungefähr 1,25 Meter sehr lange. Die anderen waren 1,60 Meter, 1,50 Meter. Das war sehr großer Unterschied. Aber trotzdem habe ich das geschafft. Und das war, ich war schnell, habe ich gemerkt, dass die nicht mitlaufen konnten. Und dann habe ich, okay, dann ich kann ja ein bisschen länger von dem rumlaufen. Die schaffen das ja nicht. Und dann habe ich die Lücken gesehen. Und irgendwie habe ich keine Angst gehabt für nichts eigentlich. Ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, keine Größe in meinem Kopf gesehen, dass eine größer ist als ich, sondern alle waren Handballer. Und ich habe nur das Positive gesehen und nicht das Negative. Ist das auch ein Schlüssel, also auch fürs Leben und generell fürs, zum Beispiel auch fürs Handball, sich nicht auf das zu konzentrieren, was vielleicht nicht in dem Moment die Stärke ist, sondern zu gucken, was ist denn eigentlich da und was kann ich draus machen? Also ich finde, dass wenn man jung ist, da soll man also nicht auf das Negative so viel denken, sondern lieber machen, was du kannst und du sollst Spaß haben. Die Wille natürlich, um zu spielen und Sachen zu machen, was eigentlich wehtut. Oder es ist ja, alles ist ja, auch wenn du jung bist oder so, sollst ja Spaß haben, aber die Wille, um zu kämpfen, um zu gewinnen, um zu deinen Nebenleuten zu helfen. Also diese Wille, da muss man schon haben, auch wenn du jung bist. Das finde ich, das soll man haben. Glaubst du, das ist was sich entwickelt hat, auch bei dir, oder war das schon immer da? Ah, die Wille war da, um zu gewinnen. Oder die Wille war da, vielleicht, ich mochte keinen anderen sehen, die Hände in der Luft zu haben, sondern das war auch so, er darf nicht gewinnen. So, das war halt, aber das hat ja mehr und mehr später auch, ich war mir bewusst, je älter ich war, was das bedeutet alles. Aber von Anfang an war das wirklich, ich möchte zeigen, dass ich kann. Ja. Egal was alle anderen sagen, ich möchte zeigen, dass es geht. Ja. Und es ging. Und dieser Trainer hat mir, erste Europameisterschaft, wenn ich das gewonnen habe, dann habe ich glaube ich 6-7 Tore in der Finale gemacht, dann hat er mir nachher angerufen und sich entschuldigt. Und das ist ja für jeden eigentlich Jugendtrainer, ja, die Größe ist, also macht ja vielleicht eine Rolle in Handball, aber für junge Menschen oder Kinder darf man ja keiner sagen, dass er nicht reicht oder er ist nicht groß genug oder nicht, oder er ist zu groß oder zu dick, zu dünn. Also das darf man eigentlich nicht als Trainer machen, sondern man soll ja die sozusagen die guten Sachen lieber vermitteln zum jedes Kind, weil es ist ja vielleicht nicht so, dass ein Kind oder ein Jugendspieler wird ein Profispieler. Aber er hat ja ein Leben und in diesem Leben muss er auch eine positive Attitüde haben und um gute Sachen in seiner, ja, egal Schule, Karriere, was auch immer. Das ist, da muss man schon ein bisschen aufpassen, wie man die Worte wert, wenn man mit Kindern spricht. Viel mehr positiv. Absolut. Nicht auf Ergebnis gucken. Ja, also das ist zum Beispiel auch, was ich bei dir beobachte über Jahre, dass du sehr bewusst kommunizierst und sehr viel Verantwortung für das übernimmst, was du sagst oder auch machst.
Und das, glaube ich, ist gerade auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, wir haben ja eine Verantwortung, was wir jungen Leuten zum Beispiel sagen. Weil das ja im Leben einen Unterschied machen kann, ob der sich nachher was zutraut, egal jetzt, ob er, wie du sagst, Profi wird oder nicht, gilt ja fürs komplette Leben. Wann kam bei dir das Bewusstsein dadurch, dass du diese Erfahrung gemacht hast, mit dem, dass er gesagt hat, du bist zu klein? Das war eigentlich, ich war ja 15 Jahre alt und ich glaube, wenn ich 17 war, da habe ich mein erstes Bundesligaspiel gespielt in Schweden. Und das ist ja auch eine Sache. Ich habe ja Glück gehabt. Da waren sie schon 2 Meter. Ich war ja 1,66. Und ich meine, dass der Trainer gesagt hat, ich habe eine Aufgabe für dich. Und ich war ja, was ist das für eine Aufgabe? Ja, weißt du, wenn wir ein Spieler weniger sind auf dem Spielfeld, dann brauchen wir Freiwürfe. Und du magst ja in der Lücke zu gehen. So, wir brauchen nur Freiwürfe, du musst ja nichts anderes machen. Mhm. So, ich habe 1,5 Jahre Handball gespielt in der ersten Liga, nur 5 gegen 6, okay, um Freiwürfe zu kriegen. Aber dann haben sie ja natürlich gemerkt, wir waren 6, wir waren 5. Aber trotzdem habe ich Lücken gefunden und Tore gemacht. Mhm. Also mit einem Spieler weniger. Was hätte dann passiert, wenn ich 6 hinten? Und das, so fängt das an. Mhm. Dann. Es ist wichtig, wer du als Trainer hast und was er dir sagt. Mhm. Weil Handball ist eine Sache. Ich glaube, alle können Handball spielen, wenn sie wollen. Aber dein Kopf ist ja. Dein Kopf ist ja. Was macht das und das aus? Ja. Also das ist einfach so. Und so war das ja immer. Egal, was du eigentlich machst, der Kopf ist das Wichtigste, was du hast. Ja. An dich zu glauben. Also das ist ja sehr wichtig. Also ich möchte mich nicht auf die Schulter klopfen, aber also ich glaube, egal was ich mache, dann glaube ich an mich selbst. Also ich wirklich, wenn du sagst, okay, jetzt machen wir einen Boxenkampf, du bist ein Weltmeister, ich hätte gedacht, vielleicht kann ich einmal treffen. Also ich hätte was gedacht. Ja. Oh, aber das hätte ja vielleicht nicht passiert. Aber ich habe reingegangen mit diesem Glauben. So mache ich einmal. Ja. Hat sich dieses Selbstvertrauen entwickelt? Glaubst du, es ist was du entwickeln kann? Ich glaube absolut. Früher warst du ja dumm und jung und hatte einen großen Wille und also ein Herz habe ich immer gehabt. Also ich gehe voll rein in alles, ohne auf mich zu denken. Aber danach ist das ja auch, wenn du fängst an, Angst zu kriegen, das ist ja das Schlimme. Wenn du jung bist, dann kriegst du ja keine Angst, weil das ist ja egal, was passiert, du machst nur. Aber je älter du bist, dann wirst du ja auch mehr bewusst von der Druck, deiner Aufgabe, die Medien, die Presse sozusagen, die Zuschauer, Fernsehen und dann plötzlich ist das sehr viel, was auf einmal kommt. Und wenn du dann als Erwachsener fängst an, über diese Sachen zu denken und kriegst Angst, dann geht das schnell, dann kann es wirklich falsch kommen. Weil dann kannst du auch sehr nervös vor einem Spiel. Du sollst ja nervös sein vielleicht, aber nicht negativ nervös. Ja. Das kann ja wirklich in die falsche Richtung gehen. Du wirst auf den Zuschauer anfangen zu hören, was sie sagen. Ich habe zum Beispiel nie, egal ob das 20.000 war auf der Tribüne oder 5, ich habe nie gehört, was rundum ist. Also ich war immer in einem Tunnel vielleicht, ja. So, das habe ich, aber das, natürlich, je älter du bist, je mehr bewusst bist auf die negativen Sachen. Deswegen ist das wichtig, dass man das ausschaltet und noch wichtiger dann, Kind zu bleiben in deinem Kopf. Es ist Handball. Also egal wie alt du bist, es ist nur Handball und das wird sich nicht ändern. Du wirst Fehler machen, du wirst scheitern, aber du wirst auch irgendwann richtige Entscheidungen treffen und auch gewinnen. So ist das.
Und so wird das ja auch ein ganzes Leben sein. Absolut. Jetzt hast du gerade einen wichtigen Punkt gesagt, eine Entscheidung zu treffen und keine Angst zu haben oder die Entscheidung umzulegen. Wie mache ich das denn? Ist es wirklich direkt das Kind bleiben oder wie mache ich das in einer konkreten Situation, zum Beispiel vor einem Spiel? Was sagst du deinen Spielern, wenn jemand, du siehst das ja, wenn jemand Angst hat? Ja, das kann man sagen. Aber das ist ja, wenn du zum Beispiel vor einer Finale oder Halbfinale oder ein sehr wichtiges Spiel, jedes Spiel ist ja sehr wichtig, aber oft ist das, wenn der Alltag ist in der Liga, so zum Beispiel, dann ist das ein Alltag, dann ist das schon okay. Also die Spieler, da kommt ein wichtiges Spiel, dann kann man das merken. Aber den Alltag schaffen die meisten. Aber du musst ja auch, wenn du wirklich den Peak brauchst, dann musst du da sein. Und dann kann man Angst kriegen. Und ich glaube, wenn du nicht Spaß hast, dann kriegst du viel einfacher Angst, weißt du? Also ich versuche natürlich eine Mischung, eine Balance zu finden zwischen die Aufgabe, was sie bekommen haben, da soll ja immer im Hinterkopf bleiben, die dürfen nicht zu aggressiv werden, aber auch nicht zu... und dann kann man immer, also Augen sagen ja alles, Körpersprache sagt ja alles. So, wenn ich in die Kabine gehe und dann gucke ich auf die Spiele vorher, dann sehe ich sofort auf den Menschen, ob die steif sind oder Angst haben oder überlegen zu viel oder zu locker sind, zu viel Spaß haben. Und dann gehe ich ja direkt zu ihm, alles gut. Hängt ab, was das ist dann. Ja. Wenn es zu spaßig ist, dann merkt man, weißt du, kannst du dich deine Aufgabe erinnern noch? Dann gehe ich das durch mit ihm oder so. Oder wenn einer steht so vor dem Spiegel, dann muss man ja vielleicht immer ein bisschen locker machen. Dann kann ich dann Witze erzählen. Ja. Aber ja, du lachst ja, aber das ist das, er muss ja dann auch lachen. Mhm. Weil sonst geht er rein und ich sage dir, das wird nicht gut sein. Ja. Ich habe wirklich, wir haben ja auch mit das gespielt, ein bisschen, weil ich sitze immer in der Kabine, wenn die Mannschaft Aufwärmung machen, da sitze ich, dann bleibe ich in der Kabine. Und dann habe ich meinen Assist-Coach, sitzt ja auch da mit mir und wir gehen durch Sachen. Aber dann reden wir auch über Spieler. Mhm. Wer wird gut, wer war nervös, wer war und so weiter. Und ich sage, 90% von den Fällen stimmt das, was wir erlebt haben vorher, vor dem Haus und dann zurück und dann spielen. So, das ist wirklich, also Körpersprache, Augen sagen viel. Ja. Und wie man das wegnimmt, ist ja sehr individuell. Wir sind ja sehr unterschiedlich. Mit einigen Personen kann ich ja sehr aggressiv werden und er wird das nehmen. Aber ich kann aggressiv gegen den werden, aber du wirst schlecht von das. So, ich muss ja auch wissen, wie ich mit den verschiedenen Menschen kommunizieren kann. Was bist du für ein Menschentyp? Ja. Also es ist ja einfach, und das dauert ein bisschen, bevor du die Menschen kennenlernst. Aber es ist ja wichtig dann auch als Trainer, finde ich, nicht nur in der Halle mit denen zu sprechen, weil in der Halle hast du eine Rolle. Und nebenbei ist das ja eine ganz andere Rolle. Ja. Also ich kann ja zum Beispiel, wenn ich in der Halle gehe, dann habe ich auch eine Rolle. Mhm. Ich bin jetzt Trainer, aber als Spieler habe ich auch. Und dann, als Trainer kann ich ja böse werden. Cool. Ein bisschen, ab und zu. Aber nicht oft. Wenn Oh, ich habe schon Blicke von dir gesehen, da dachte ich auch auf der Tribüne. Ich wäre jetzt nicht gern Spieler. Ja, das kann ich, aber das braucht man dann. Ja, das braucht man auch. Absolut. Das ist ja fantastisch. Aber du musst dann ja auch mit den Spielern nebenbei kommunizieren können, ja. Über private Sachen, um zu wirklich wissen, wenn das dann diese Peak, wenn ich diesen Peak brauche und er braucht Hilfe und das ist stressig, der Druck ist unterschiedlich, es ist 30 Sekunden noch zu spielen, wir haben eine taktische Sache, was wir machen wollen. Da muss ich auch wissen, wie ich mit ihm kommuniziere. Wenn ich in seine Augen sehe, dass er nicht da ist, dann muss ich einen Schlag geben, um zu kommen. Und der andere muss ich vielleicht in Hand nehmen und sagen, hey, bist du bereit? Ja, dann. Ja. Es ist wirklich ein Sport, oder nicht nur Sport. Alles im Leben ist eine Kopfsache. Du musst glauben.
auf was du tust. Und Sport ist natürlich in einer gewissen Zeit sehr intensiv. So, du hast ja keine Zeit, um so viel zu überlegen oder oh, das war schlecht jetzt. Das geht ja nicht, weil du musst ja nachher oder in Angriff schwimmen. Du kannst ja das nicht mitnehmen. Wenn du das mitnimmst, wenn du eine Fehlerabwehr gemacht hast, du mitnimmst in den Angriff, dann machst du auch Fehlerangriff. Und dann ist das ja eine schlechte Zirkel. Und das wirklich weg, das wegzunehmen, so schnell wie möglich. Wie kriegst du das weg? Also einfach, weil du deinen Spielern eine gewisse Fehlerphilosophie oder Kultur mit an die Hand gibst, wo sie wissen, okay, sie dürfen einen Fehler machen, aber dann ist okay, Haken dran. Oder wie kriegst du das, aus den Spielern raus? Also Fehler, man kann ja nicht ohne Fehler spielen. Ja, genau. Das geht ja nicht. Das ist ja, wer das sagt, das stimmt nicht. Ein gewisse Fehler dürfen sie machen, natürlich. Das ist ja kein Problem. Und dann hängt das ab, was für ein Fehler. So, ganz klare Fehler, was wir, das darf nicht passieren. Das zum Beispiel, wir wollen einen Spieler stoppen. Und wenn er zum Recht geht, dann, das musst du schon, links ist egal. Und dann geht er zu Recht einmal und er hat ihn nicht gestoppt. Dann ist das okay, einmal, weil das ist ein gutes Spiel, das kann man ja. Aber wenn das dreimal passiert, dann ist das zu viel. Dann werde ich meine Augen zeigen. Das hängt ja auch von was für ein Fehler. Ein Fehlwurf. Ein Außen springt rein, gute Position, er schießt, Torwart hält, gute Parade. Wenn er sauer oder wird für das und er nimmt das mit in der Abwehr dann und er macht noch einen Fehler, dann töte ich ihn. Weil ich meine, das ist eine gute Möglichkeit. Er hat alles, was er in dieser Situation machen konnte, hat er gemacht. Er war 100%. Dann kannst du ja nichts. Also das gibt ja auch einen Gegner. Er ist auch gut. Ja. Und dann darf man nicht sich in das so... Das darf dich nicht unterkriegen. Ja. Dann möchte ich, vergiss es, mach keine Fehler in Abwehr und dann nächstes Mal machst du ein Tor. Es hängt davon, was für eine Fehler ist es. Das ist ja schon ein ganz hohes Niveau, wo wir spielen und was wir machen. Das ist eine sehr schwere Balance natürlich. Weil die Balance ist ja, du hast ja sage ich, eine Mannschaft mit 60 Spielern und das gibt nicht eine, von dem wir genau kommunizieren kannst wie der andere. Das ist alle, jede ist ja einzeln. Also was du gerade auch gesagt hast zu den Menschentypen und auch jetzt der Fehlerkultur, ich erlebe das ganz, ganz oft, dass eben Trainer genauso nicht agieren, sondern einfach ihren Stiefel haben oder ihren Stil und das auf alle Spieler projizieren. Also mit jedem Spieler gleich kommunizieren. Und das empfinde ich als sehr schwierig. Genau aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Deshalb beeindruckt mich das auch so, weil wenn man bei dir jetzt einmal in der Vergangenheit mal guckt, auch die Ära in Flensburg, das war ja schon ein sehr eingeschworener Haufen und damit hast du ja auch super große Ziele erreicht mit der Mannschaft. War das für dich, also war mit Sicherheit eine schöne Zeit, was waren die schönsten Momente in Flensburg? Schönste? Ja, die Reise natürlich. Von Anfang an, was wir hier aufgebaut haben und das war eine Kultur, was wir von Anfang an aufgebaut haben. Das ist schön, dass man die Reise, die wir verfolgt haben, so lange. Das dauert ja natürlich. Weil du auch Spiele austauschst, da musst du das als Trainer entscheiden, das ist der Grund, das behalte ich, das ist ein Herz sozusagen und dann fangen wir an hier und dann kommt noch ein Spieler zu dem Herz und dann, es ist das, aber diese Reise war fantastisch, aber es war auch Zeit für mich etwas anderes zu machen, weil ich war, kann man sagen, fertig mit dieser Reise. Was waren in deiner Handballkarriere, egal jetzt ob als Trainer oder Spieler, so Punkte, wo du gedacht hast, oder ich weiß nicht, ob du es gedacht hast, dass du vielleicht mal gescheitert bist oder wo echt eine schmerzhafte Erfahrung war und du dann viel draus gelernt hast. Gab es da Punkte? Tausend. Ich meine, das ist echt
Also man, alle wissen das, alle sagen das. Natürlich die Sprüche von Amerika, USA mit diesen NBA-Spielern und NFL-Spielern und alles. Michael Jordan, ich habe 20.000 Würfe verschossen. Trotzdem ist er einer von den Besten aller Zeiten. Es ist wirklich, also ich habe ja viel gewonnen, aber auch viel verloren. Und das wird so bleiben. Und deswegen meine ich, auch was wir vorher gesagt haben, Niederlagen gehören dazu. Es ist, du wirst nie der Beste sein, wenn du nicht verlierst. Es ist einfach so. Du wirst scheitern. Du wirst nie, denn es gibt nicht einen, der nie gescheitert hat, um den Weltmeisterschaft zu werden oder Weltbeste zu werden. Nicht ein Wunder. Wenn du das akzeptierst und bewusst bist, dann ist das ein bisschen einfacher. Das Einzige ist ja, hammerharte Arbeit dahinter. So, natürlich, wenn du eine Finale verlierst, dann warst du schon in einer Finale. Und ja, es tut unglaublich viel weh, eine Finale zu verlieren, aber wie viele mochten diese Finale spielen überhaupt? Und dann ab und zu gewinnst du die Finale. Also ist ja, also ja wirklich so. Ja. Ich habe ja in meiner Karriere über 50 Medaillen. Und das ist ja vielleicht 30 Gold und 20 Silber. Oder so. Es ist ja, du wirst verlieren. Ich kann euch versprechen, du wirst verlieren. Und du wirst, wie ich zum Beispiel im Weltmeisterschaftsfinale in Frankreich, wir führen mit einem Tor. Die machen schnelle Mitte, Frankreich, und ich habe einen Spieler auf dem Außen. Und ich soll ihn haben. Ich kriege ihn nicht hin. Er läuft vorbei, macht Tor, Unterschied, Verlängerung, wir verlieren die Weltmeisterschaft. So. Ja, ich war enttäuscht. Ja, das glaube ich. Es tut weh, geweint, aber trotzdem war das zum Beispiel andere Situationen vorher. Wir haben mit 3-4 Toren auch gefühlt und andere haben Fehler gemacht und dann kamen wir zu dieser Situation. Und andere haben gesagt auch, es war wirklich meine Fehler, dass wir diese Finale verloren haben. Aber du erinnerst dich nur das Letzte. Ja. Weißt du? Und dann habe ich zu diesen Spielern gegangen und gesagt, also, bleib ruhig, es war meine Fehler, dass wir nicht Weltmeisterschaft gewonnen haben. Und wir haben in ein Taxi gesetzt, und das war in Paris. Und dann habe ich das ihm gesagt, weil er war, alle haben einen Talent, also wenn du verlierst, verlierst du. Als Mannschaft. Ja. Ja. Aber er war wirklich unten. Ich war auch wirklich unten. Ja, das glaube ich. Ja. Aber trotzdem habe ich ihm gesagt, das bleibt ruhig, das ist meine Fehler, du hast ja gar nichts, ich sollte eigentlich ihn nehmen und so weiter. Aber das tat weh, weißt du, das zu sagen. Aber ich meinte das auch für ihn. Also ich mochte ihn, ich mochte, dass er das vergisst, dass er nicht den. Diese Fehler. Aber er hat aufgehört, Hamburg zu spielen, ein Jahr später. Und er war gut, weißt du. Ne? Und das war zu viel für ihn. Ja. Und da hat man schon da gemerkt, also Fehler willst du machen und fantastisch schlechte Fehler willst du auch machen. aber ja, nachher haben wir Europameisterschaft gewonnen, zum Beispiel. Und dann habe ich die letzten 4-5 Tore gemacht in der Verlängerung da. Gegen Deutschland. Ja, super. Ja, aber du bist, das meine ich. Das Einzige, was ich dann sagen kann, ist, dass ich möchte immer da oben sein. Also ich möchte immer um die Medaille zu spielen. Ich kann ja nicht, das kann ja sein, dass wie in Flensburg, man hat mein Projekt und das geht nach, aber das hat ja fast von Anfang an geklappt.
mit der Einstellung, wir können das machen. Ja. Weißt du? Egal, ob wir nicht da jetzt sind, aber wir können das zusammen machen. Und eine Mannschaft ist ja sehr, man kann eine Mannschaft beeinflussen, mental, mit den richtigen Worten, mit den richtigen Actions und zu agieren und nicht zu reagieren. Ja. Das kann man wirklich hinkriegen. Und das macht ja glaube ich, viel Spaß, so zu arbeiten. Und das macht, glaube ich, auch echt den Unterschied. Also, weil du gerade ja auch gesagt hast, der Spieler hat dann aufgehört, zum Beispiel nach dieser Weltmeisterschaft und ein Jahr später. Ich glaube, dass viele dem Druck, dem mentalen Druck auch nicht standhalten und deshalb auch viele aufhören. Was ist da deine Erfahrung? Meinst du, das ist ein Einzelfall oder glaubst du schon, dass Menschen auch an Niederlagen da ein bisschen zerbrechen, zumindest was die sportliche Karriere angeht? Ich glaube, das hängt ab von der Alter. Ja, okay. Ein bisschen. Wieder, wenn du junger bist, dann wirst du das verstecken. Du wirst ja andere Spiele schnell, also du wirst das schaffen. Mit der richtigen Trainer um dich, und richtigen Mannschaftsfreund, dann wirst du es schaffen. Aber wenn du älter bist, dann kann das in falsche Richtung gehen. Mhm. Ja? Verletzungen kommen eher oft kurz danach. Mhm. Dann hast du diese mentale Verletzung, was du nicht siehst, aber du merkst das dann mit den Augen, körperlich, Trainingseinheiten, Spiel. Ist er bewusst im Training oder ist er nur da? Mhm. Weil jeden Tag ist ja auch so, jeden Tag hast du eine Chance, dich zu verbessern. Jeden Tag. Das ist ja fantastisch. Du hast ja jeden Tag, vielleicht, das hängt davon ein oder zwei Mal, also das ist ja 4-5 Stunden pro Tag, um dich selbst zu verbessern. Mhm. Und du, ich zahle dich für das. Ja, super. Ja? Aber es ist ja fantastisch, ja, oder? Dass du kriegst Geld, um besser zu werden. Und du kriegst diese Minuten, Stunden, um besser zu werden. Also das ist ja fantastisches Leben. Ja. Und wenn man dann das bewusst macht und da, wenn du zum Training kommst und noch, wenn du aufwärmen musst und wenn du das bewusst fängst an zu machen, ich muss meinen Körper schützen, weil ich bin jetzt 24, aber wenn ich 30 bin in diesem Sportart, das ist hart, ja. Dann werde ich mich wirklich zurückgucken und dann sehen, ich habe das nicht damals gemacht. Weil ich habe gedacht, ich bin fit, weißt du, aber wenn man wirklich bewusst alles macht, den ganzen Weg, dann willst du das schaffen. Mit dem richtigen Willen, das Selbstglauben, was du dann hast an dich selbst, muss ja da sein, natürlich. Welche Mannschaft, was ist Erfolg? Also das ist ja auch eine Sache, alle fragen mich, vielleicht ist das auch so, warum das oft geklappt hat. Bei mir ist das ja, was ich gerade gesagt habe, dass ich versuche als Trainer dich besser zu machen, jeden Tag. Vielleicht wirst du nicht der beste Spieler werden, aber wenn ich sehe deine Entwicklung, wenn du zu mir gekommen bist und wenn du ein Jahr später bist, wenn ich sehe diese Kurve, da geht nach oben, dann bin ich ja sehr zufrieden. Und das sollst du auch als Spieler auch sein, weil du musst auf dich selbst gucken, nicht nur die ganze Mannschaft. Und dann hast du ein Team, der zusammenspielt. Und natürlich, wenn jeder diese Entwicklung macht und wir haben dieselbe Entwicklung in der Mannschaft, in unser Teamspiel, Abwehrangriff, alles zurücklaufen, dann haben wir Erfolg. Egal wie, vielleicht ist das nicht zweiter Platz oder erster Platz, aber wir haben einen Schritt nach oben gemacht. Und wenn du diese Schritte dann geduldig nach oben machst, mit allen Entscheidungen, was du rum, das ist ja sehr viel, aber dann hast du ja Erfolg. Ja. Du hast dich selbst entwickelt, das ist Erfolg. Ja. Wahnsinn. Ja, weißt du, Wahnsinn. Doch, ich glaube schon, weil ich glaube, dass viele es immer nur an Geld, an Positionen, also auch Platzierungen und so weiter, zum Beispiel im Sport festmachen. Was wirklich Erfolg ist, aber es fängt ja individuell bei jedem Einzelnen, wie du sagst, jeden Tag an. Wenn ich ein Stück besser bin als gestern, ist das ja Erfolg. Wenn ich bewusster bin als gestern, ist das Erfolg.
Und das ist schon mega schön. Gibt's was, wo du sagst, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, das ist ein Punkt, da, den kannst du nicht akzeptieren, der passt eventuell auch nicht zu deinen Werten? Faul, okay. Das ging schnell wie aus der Pistole. Ja, das geht nicht. Okay. Also ich kann Faulheit nicht akzeptieren. Was ich gesagt habe vorher, also du kriegst so eine Chance. Egal, ob du 10 Euro oder 1000 Euro am Tag kriegst, du kriegst das, um besser zu werden. Und wenn du faul bist, dann gehörst du nicht dazu. Also dann kann ich diese 10 Euro oder 1000 Euro zurücknehmen und dann gebe ich jemand anderen das, um besser zu werden und eine Chance zu kriegen. So ist eine Faulheit, das kann ich nicht. Und das ist ja auch, eine Kommunikationssache mit jungen Leuten. Ja. Was ist faul bei jungen Leuten? Die kommen da hin. Das gehört dazu. Aber wenn die dann auf das Spielfeld kommen, wenn ich dann sehe, dass die nichts, wenn ein Ball prellt und dass es nichts hinschmeißt und nimmt den Ball vor einen anderen, das ist für mich faul auch. Also es ist nicht nur, dass er nicht 100% im Training die ganze Zeit ist. Also es gibt verschiedene Sachen, was ich nenne faul. Ja. Kämpfen, Herz. Ja, auch dieser unbändige Willen, den du ja auch mit einbringst. Und ich glaube, dass deine Spieler auch so viel für dich geben, weil du so viel für sie gibst. Also ist ja auch... Ja, das weiß ich nicht, aber ich kann nur sagen, dass ich mache mein Ding. Also ich gebe alles, um zu gewinnen. Ja. Das mache ich jedes Mal. Schön. Jetzt hast du ja noch so ein bisschen Unternehmen nebenbei noch aufgebaut, mit deinen Bällen. Ja. Magst du uns da mal kurz von erzählen und in deinem Buch will ich auch noch was erzählen. Bällen, ja. Dann kommen wir wieder zurück zum Kleinigkeit. Ich bin ja klein. Ich habe Kinder und die, natürlich, die sind ja keine Frankensteins, sondern die sind auch klein. Und ein Tag kam mein Sohn zu mir und hat gesagt, ich höre auf mit Handball. Und dann habe ich gesagt, warum hörst du auf mit Handball jetzt? Und er mochte nichts sagen. Und dann hat das ein bisschen gedauert. Ich habe ihn versucht natürlich zu unterstützen und so weiter. Aber dann auf einmal, 2-3 Wochen später, ich möchte nicht zum Training. Und dann war das für mich Skating. Was ist da los? Ja, was ist das? Ich muss ja wissen, warum. Yeah. Es gibt ja immer ein Warum. Yeah. Und dann hat er gesagt, ich kann ja nicht den Ball fassen. Mm. Kleine Hände natürlich. Und der Ball geht. Ja. Und dann war es wirklich, wir kaufen eine neue. Dann haben wir eine neue Marke gekauft. Ging nicht. Mm. Und dann habe ich, es kann nicht wahr sein. Da habe ich 3-4 Bälle gekauft. Nimmt alle mit und dann gehen wir zur Halle und dann versuche ich, welcher Ball ist gut. Also, weil er dürfte ja nicht Harz benutzen. Und dann gab es, das war wirklich schlecht. Das war wirklich schlecht. Und dann ist ja in diese Richtung fängt das an. Und dann am Ende war das ja Partners, die haben ja auch gefragt und dann kam eine von der anderen. Und da haben wir einen Ball, habe ich nach Pakistan geflogen und auch das Material und die Bälle zu sehen und alles zu probieren. Wir haben 7-8 Bälle, das hat 1,5 Jahre gedauert. Mhm. Und dann haben wir einen Ball gefunden, wo nicht nur mein Kind, aber andere Kinder auch ausprobiert haben und die konnten mit der richtigen Technik, also Hand hoch, ja, Pässe machen und nicht, wenn der Hand unten geht, dass er nicht umfällt, sondern könnt auch von unten nach oben. Und dann auch den Prellen. Mhm. Weil Kinderbälle habe ich dann plötzlich gemerkt, dass wenn du den öffnest, mhm, und du öffnest einen Bundesliga-Ball, ist ein riesen Unterschied, mhm, warum der da steckt. Wenn du prellst, da musst du, bei Kinderball, da geht das ja 2 Meter hoch. Das ist ja nicht so, weil die machen ja natürlich bessere Qualität für Ältere. Und dann habe ich das auch gewechselt. Dann habe ich dieselbe Qualität für Kinder gehabt, so die auch prellen können und die auch den Griff haben können.
Und die können ihre individuelle Technik viel, viel einfacher verbessern. Und alle können Handball spielen ohne Harz. Aber auch mit Harz. Ball ist ja. Hätte ich mir damals auch gewünscht, mit meinen kleinen. Ja, siehst du. Das Problem auch. Ja? Ich nicht, leider. Sehr gut. Schon. Und jetzt kann man ja auch noch den Namen individuell drauf machen lassen. Ja, bei einige haben das ja, einige Händler haben das angeboten, dass man auch ja, My Precious oder was weiß ich da schreiben kann. Ja. Dann haben wir auch viele verschiedene Farben. Ich mag ja Farben, weil Farbe macht einen glücklich. Du sollst ja immer glücklich sein. Jeden Tag, musst du, wenn du den Ball nimmst, dann sollst du glücklich sein. Farbe macht das ja aus. Ja. Man kann ja viel machen. Wir werden ja versuchen, es läuft ja sehr gut und wir wollen das natürlich auch, dass es besser läuft. Rima ist mein Partner, so deswegen ja. Bin ich ja hier. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Wo kann man den denn bestellen? Kann man den schon bestellen? Ja, kannst du ja überall auf Internet bestellen, ja. Glaube ich. Das, in Deutschland ist das ja gar kein Problem. Ja. Also Nordeuropa ist ja, glaube ich, das ist ja ein bisschen schwer. Es geht ja auch über Händler natürlich, aber viel auf der Webseite. Ich werde nach München fahren auch, da ist ein großer Händler und da werde ich ihn, also es gibt ja fast überall. Ja, wir können auf jeden Fall deine Homepage mal in die Shownotes machen, dann könnt ihr da mal ein bisschen rumscrollen. Da gibt es auch. Sehr gucken. Ja. Sehr cool. Und du hast noch ein Buch geschrieben, das bisher auf Schwedisch oder in Schweden veröffentlicht wurde, jetzt in Deutsch übersetzt ist. Richtig? Ja, es ist fertig. Magst du ganz kurz in 2, 3 Sätzen sagen, was uns da erwarten kann? Worum geht's? Oh, mein Leben. Leben, ja natürlich. Ja, ich bin ja 45 schon über mein Leben geschrieben. Das ist fast peinlich. Aber ich habe ein bisschen erlebt. Wie gesagt, wenn ich klein war, dann war das ja nicht immer den Weg, der gerade ist. Also ich habe ja viel Mist gemacht und auch gute Sachen gemacht. Die Schule war nicht immer das Wichtigste in meinem Leben. Ich habe in ein Gebiet aufgewachsen, wo das sehr viel Gewalt war. Sport hat mich ein bisschen dann gerettet und dann geht das in diese Richtung. Ich habe ja auch Depression gehabt, auch wenn ich Spieler war, was wir überreden vorhin. So, das erzähle ich ja auch. Es ist ja viel, ein Buch und auch natürlich über Niederlage oder Erfolge und was das bedeutet, wie ich denke. Der Buch hat ja sehr gute Schwellen verkauft. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das in Deutschland auch veröffentlichen. Aber es ist fertig, ja, alles ist übersetzt und jetzt möchte ich gerne auch nur, ich bin ja entlassen von Westbahn geworden und Nationalmannschaft in Ungarn, das ist ja ein Paket sozusagen. Aber diese Geschichte möchte ich sehr gerne auch dazu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich das mache, ich darf ja das nicht jetzt machen, aber ich möchte gerne das erzählen, weil es sehr krank ist, was da passiert ist. Aber vielleicht nicht. Vielleicht auch in der zweiten Auflage mal gucken. Auf jeden Fall würden wir uns mega freuen, wenn das Buch in Deutschland rauskommen würde, weil du eben für viele, viele Menschen Inspiration und auch ein Held bist. Was ist denn ein Held für dich? Held, also ich meine auch, Held für mich hat gar nichts mit Sport zu tun. Mhm. Also, das muss ja nicht. Ja, das muss ich sagen, das ist... Held, also die Leute, die andere Menschen helfen, die sind Helden. Die an sich in zweiter Platz sich, also sag mal, hinstellen. Und das ist Helden. Also es gibt so viele Menschen, die so gut für andere tun, dass das ohne einmal auf sich zu denken, das ist Helden für mich. Sehr gut. Dann haben wir am Schluss noch ein paar Heldenfragen für dich. Ja, sie freut. Was ist denn Mut für dich? Mut? Mut ist für mich, dass du hinter dich selbst stehst. Dass du stehst für wer du bist. Das ist für mich mutig heute. Weil heute gibt es so viel
ganz einfach Scheiße auf Internet. Überall eigentlich. Menschen sind echt nicht nett oft. Du hast eine Meinung, egal was es ist. Aber wenn du für dich selbst da stehst und vor anderen auch das sagen kannst, das ist mutig, finde ich heute. Schön. Die wichtigste Erfahrung oder Erkenntnis in meinem Leben? Also in deinem. Wichtigste Erfahrung? Wichtigste Erfahrung, also ich werde sagen, den Geburt von meinen Kindern. Also das war ja eine Erfahrung. Ja. Und die sind ja das Wichtigste in meinem Leben, meine Kinder. Wer ist ein Held für dich oder war ein Held für dich in deinem Leben? Ja, meine Eltern. Ganz große Helden. Also es war ja, die kamen 96 nach Schweden als Arbeitskraft, ohne etwas, konnte nichts Schwedisch sagen, oder die mochten nur arbeiten. Und das haben sie 40 Jahre gemacht. Ja. Und in echt viele verschiedene schlechte Situationen gekommen, aber trotzdem überlebt. Mhm. Und mich und meine Schwester dann auch gut erzogen. Mit das meine ich, wir haben nicht alles gehabt, wir haben nicht so viel Geld gehabt, aber wir haben beide den Herz auf den richtigen Platz, finde ich. Ja, absolut. Wenn du einen Wunsch frei hättest, letzte Frage, was würdest du in der Welt verändern? Ein Wunsch reicht nicht. Alle sagen Krieg, ja, das ist ja Krieg, ist ja ein Wunsch zu nennen. Also natürlich, Krieg ist scheiße und so weiter, aber die Umwelt ist ja auch scheiße. Wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir das auch hin. Aber jetzt im Moment würde ich sagen, dass alle Menschen im Leben jeden Tag dreimal essen können. Schön. Das wär optimal, glaube ich. Ja, vielleicht hätten wir da auch ein paar Situationen weggenommen vom Krieg. Bestimmt. Ja. Lugo, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Kein Problem. Das war echt sehr inspirierend. Wie kann die Community denn mit dir in Kontakt treten? Also wahrscheinlich über Homepage, du bist auf Instagram. Instagram ist eigentlich das Einfachste. Homepage, da habe ich eine Mailadresse drauf, da kann man schreiben. Aber LinkedIn, Instagram, das ist das Beste. Facebook ist ein bisschen schwer. Ich schaffe das nicht. Okay, alles klar. Vielen, vielen lieben Dank. Kein Problem. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, lasst uns ein Like da oder auch gerne ein Feedback. Und vergiss nie, du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.